Wir melden uns heute aus dem Weserstadion, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu diesem Spiel. Am Mikrofon begrüßen Sie wie immer Wolf Fuß und der geschätzte Kollege Frank Buschmann. Und wir zeigen heute ein Spiel aus der Bundesliga. Werder Bremen gegen Borussia Mönchengladbach. Heute bin ich wirklich mal gespannt. Das ist ein Duell, das seinen ganz eigenen Reiz hat. Das sind tolle Mannschaften. Ich glaube, sie wollen und werden heute alles geben, alles zeigen. Der Rahmen stimmt. Jetzt kann es endlich losgehen. Auf den sollten wir heute ganz besonders achten, Buschi. Ja, das ist einfach diese Übersicht. Kann den Ball perfekt verteilen, treibt die Mannschaft immer wieder nach vorne, ist Dreh- und Angelpunkt bei diesem Vorstoß. Bremen träumt von den goldenen Zeiten, träumt von den alten Erfolgen. Als man Wolf der große Bayernjäger war, unglaublich, aber so war das mal. Nur dafür kann man sich heute nichts mehr kaufen. Für Bremen wird es ein schwieriger Weg. So geht Werder Bremen heute in dieses Spiel. Sie haben heute die etwas defensivere Variante gewählt. 5-3-2. Aber davon darf man sich natürlich nicht täuschen lassen. Bei Ballbesitz wird sich das ganz schnell verschieben. Die agieren dann nicht starr in der Fünferkette. Das wäre nicht modern. Das ist die Startaufstellung der Gladbacher heute. Auf der Torhüterposition Jan Sommer. Jonas Hofmann steht mit Alassane Plea auf dem Flügel. Und offensiv bieten sie zu Beginn dieser heutigen Begegnung nur einen Stürmer auf. Anstoß durch Mönchengladbach. Auf geht's damit in dieses Spiel. Stindl. Gutes Tackling. Duxch. Leonardo Bittencourt. Da ist er da. Guter Zweikampf. Er hat den Ball. Füllkrug. Da ist der Ball hier erstmal weg. Benzibaini. Jetzt mal die Gladbacher. Er hat den Ball, gute Aktion. Kone. Zieht einfach mal ab. Ich glaube fast, da war zu viel Power in diesem Schuss. Ball geht drüber und das wird ihn ärgern. Leonardo Bittencourt. Energischer Vorstoß. Die Fans werden laut. Sie fordern jetzt schon einen Schuss. Das macht er sicher. Der Ball kommt rein. Ich habe den schon drin gesehen, Buschi. Ja, aber nicht mit dem Verteidiger. Er kommt da tatsächlich noch vor der Torlinie ran. Plea. Kone. Alassane Plea. Schön dazwischen gegangen. Füllkrug. Nico Elvedi. Schwache Aktion, Ballverlust.
Er schießt. Klasse aufgepasst vom Torwart. Der kurze Eckball. Jung. Niklas Füllkrug. Guter Einsatz, das war wichtig. Stindl. Könnte was werden, guter Pass. Lars Stindl. Super Tackling. Füllkrug. Kann klären auf Kosten dieses Einwurfs. Da ist er alleine durch. Riesenchance Gladbach, aber nicht das 1:0. Was war das? Mangelnde Konzentration? Mangelnde Kaltschnäuzigkeit? Naja, sie müssen es abhaken. Füllkrug. Da passt er auf. Klar. Vielleicht sind die Gegner da im Moment etwas zu passiv. Duxch. Klasse gemacht vom Verteidiger. Duxch. Ganz sicher. Sie nehmen die kurze Variante. Und er geht am Gegenspieler vorbei. Da haben sie die Chance. Und da ist der Ball zum ersten Mal im Netz. Wir schauen noch mal auf die Wiederholung. Da setzt er sich durch. Und dann machen sie es eigentlich gut. Einen echten Vorwurf kann man der Defensive da gar nicht machen. Aber das ist einfach gut gemacht. Sie sind jetzt also in Führung. 1:0. Ball im Seitenaus, gibt jetzt natürlich Einwurf. Weigel. Player. Eigentlich trifft er den gut, aber der Ball geht dann doch einige Meter am Tor vorbei. Heute holen sie bislang einfach zu wenig Chancen raus. Und wenn man vor dem Tor so ungefährlich ist, dann kommt eben ein Rückstand dabei raus. Sie müssen zulegen.
Da wäre jetzt viel Platz für einen Konter. Den Zweikampf führt er sehr gut. Stindl. Benzibaini. Die Nachspielzeit wird da angezeigt. Eine Minute gibt es noch oben drauf. Lars Stindl. Da geht er dazwischen. Abpfiff. Das war die erste Hälfte. Das ist nicht sein Spiel bis hierhin. Das kann er besser. Bisher eine sehr überschaubare Leistung von ihm. Er strahlt keine Gefahr aus. Und jetzt geht's hier weiter mit der zweiten Spielhälfte. Gute Aktion. Sie holen sich den Ball. Stindl. Die Bremer mit dem Ball. Weigel. Plea. Kone. Sauber und fair vom Ball getrennt hier. Jetzt könnte er den Ball abspielen. Füllkrug. Geht er rein? Klasse gemacht von Sommer. Ecke kommt in den 16er. Er bringt den Ball nicht raus. Die Szene damit beendet. Er ist weiter am Ball. Abwehr tut sich schwer. Und da zeigt er vollen Einsatz. Mit Erfolg. Er hat den Ball. Gladbach wechselt. Fängt diesen Ball ab. Füllkrug. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Jetzt haben sie den Ball wieder. Jung. Weiter am Ball. Abwehr findet kein Mittel. Aber der Ball ist jetzt erstmal weg. Da muss er hin und holt sich den Ball. Da hat so ein wenig die Präzision gefehlt bei diesem Pass. Gibt Einwurf. Sie nehmen den Wechsel vor.
Stindl. Klasse Tackling. Anspielstationen werden da, machen sie sehr gut. Gut, wie er den Ball abblockt. Bremen am Ball. Füllkrug. Oh, viel Platz jetzt. Parade Sommer, noch immer gefährlich. Das hat der Verteidiger klasse gemacht. So kommt der Schuss nicht durch. Da wären sie um ein Haar noch deutlicher in Rückstand geraten, aber das macht er großartig. Verhindert das Tor, zeigt wieder mal sein Können. Da ist die Hereingabe. Oh, was für ein Tor! Wunderbarer Fallrückzieher, das ist natürlich technisch perfekt. Fallrückzieher. Ah, das ist eine super Technik. Und die Körperbeherrschung. Ein Traum. Super Tor. Sie haben ja also den Ausgleich geschafft. 1-1. Markus Thürer. 10 Minuten sind noch zu absolvieren. Hofmann. Guter Einsatz. Ball ist im Aus. Es gibt Einwurf. Wechsel bei Gladbach. Geht dazwischen. Duxch. Oh, das könnte was werden. Ganz spannende Szene. Noch ist die Chance da. Angriff beendet. Die Uhr läuft hier langsam, aber sicher runter. Und auch die Fans spüren, dass sie nochmal Gas geben müssen. Wenn es hilft, vielleicht sehen wir hier nochmal eine Schlussoffensive und das späte Tor. Sie wissen es genau. Das könnte die letzte Möglichkeit. Oh, waren das die Nerven. Der muss eigentlich fast drin sein. Da ärgern sie sich. Die Ecke kommt rein. Keine Schwierigkeiten hier bei diesem harmlosen Versuch. Nachspielzeit hier, 2 Minuten. Leonardo Bittencourt. Die Fans wittern die Chance zum Abschluss. Den Ball hält er gut. Wenn sie aus dieser Ecke ein Tor erzielen, müssen sie das Ding hier eigentlich gewinnen. Da kommt die Ecke. Sie können nicht klären, sind weiter im Bedrängnis. Angriff damit also. Beendet. Unentschieden steht's nach der regulären Spielzeit.